Warum haben Sie wieder angefangen zu schreiben? Ich habe eine lange Zeit, etwa 10 Jahre lang, beide Berufe nebeneinander ausgeführt und dann musste ich eine Entscheidung fällen, weil beide Berufe beanspruchen den Menschen so voll und ganz. Und ich hatte auch etwas Angst vor diesem einfachen Scherz, dass die Leute von der Literatur sagen, er soll ein guter Architekt sein und die Leute von der Architektur sagen, er soll ein guter Schriftsteller sein. 1946, Tagebuch, Marionetten, Café Odeon, Der Jude, individuelle und historische Rollen. 1947, dasselbe, 48, dasselbe. Würden Sie zugeben, dass Ihre Präoccupationen als Schriftsteller sich eigentlich kaum verändert haben? Das ist richtig. Und als ich es zuerst erkannt habe, war ich darüber sehr erschreckt. Jetzt bin ich es nicht mehr. Ich meine, dass die meisten Menschen vielleicht 1,5 Grundprobleme haben. Und die Aufgabe des Künstlers ist es, dieses sein Problem herauszufinden. Was wichtig ist, das Unsagbare, das Weiße zwischen den Worten. Wie soll man das verstehen, Herr Frisch? Heißt es, dass nichts in Ihren Büchern autobiografisch ist? Es geht mir nie darum, mein Leben zu erzählen, sondern eine Erfahrung mitzuteilen an Beispielen. Viele Beispiele, die für autobiografisch gehalten werden, sind vollkommen erfunden. Andere, die als erfunden gelten, sind faktisch autobiografisch. Hier herrscht immer ein großer und für mich zum Teil peinlicher, zum Teil amüsanter Irrtum. Wie viel privates Material verwenden Sie? Ziemlich viel, vielleicht zu viel. Um was geht es in Ihrem Roman Stiller? Stiller, das ist die Geschichte von einem Mann namens Stiller, der leugnet, dass er Stiller sei. Ist die Frage nach der Identität nur ein modernes Problem, nicht auch eine moderne Erfindung? Als ich aber Stiller geschrieben habe, wusste ich selber gar nicht, dass es um das Problem der Identität geht, sondern es war für mich ein sehr individuelles, ein sozusagen privates Problem. Erst als das Buch fertig geschrieben war, sah ich, dass es ein Problem, ein zentrales Problem unserer Zeit ist. Wir sind umgeben von einer Welt, die uns fremd ist, die uns nicht ausdrückt, die nicht zu benutzen ist als Spiegel, der uns zeigt, wer wir sind. Sind einige Ihrer Werke zu verstehen als politische Parabeln, zum Beispiel Andorra? Andorra ist eine politische Parabel. Geht es in Andorra um Antisemitismus? Ja und nein. Der Antisemitismus in Andorra ist ein Beispiel für eine viel allgemeinere Haltung, ein viel allgemeineres Problem. Dieses Problem wäre, kurz gesagt, der Einzelne und die Gesellschaft. Und zwar in dem Sinn, dass die Gesellschaft sich ein Bild von einer Figur macht und die Figur zwingt, so zu sein, wie die Gesellschaft will. Warum tut das die Gesellschaft? Sie hasst sich selber, sie sieht eigene Schwächen, die sie nicht aushält, und diese Schwächen überträgt sie auf einen Sündenbock. Sie sagten zuerst, Sie glauben nicht an eine Kollektivschuld, aber Ihr Stück zeigt, dass es eine gibt. Ist das nicht ein Widerspruch? Ja, aber das ist immer so. Wenn ich schreibe, beginne ich wahrscheinlich mit einer Überzeugung. Aber ich schreibe nicht, um diese Überzeugung zu lehren, sondern um sie zu prüfen. Schreiben ist dann eine Art Forschung. Man ist neugierig, was durch das Schreiben da herauskommt für mich selbst. Es ist ein Abenteuer, dass man am Ende eines Werkes anderswo stehen kann als zu Anfang. Und das ist ja das eigentliche Faszinierende am Schreiben überhaupt. Glauben Sie an eine Kollektivschuld, Herr Frisch? Sind wir alle schuldig? Natürlich, wenn wir Kollektivschuld hören, so würde ich zuerst sagen, nein. So wie es gebraucht wurde nach dem Krieg in Bezug auf Deutschland. Das Stück aber auf der anderen Seite beweist geradezu gegen diese Meinung, dass es eine Kollektivschuld gibt. Es gibt nicht einen Einzelnen, der Mörder von diesem jungen Mann ist, sondern alle zusammen bringen diesen Mord zustande. Die Gemeinschaft ist der Mörder,
des Einzelnen geworden in dieser Parabel. Sehr schön, Max, sehr gut. Aber glauben Sie immer, was Sie sagen? Während des Schreibens ja. Natürlich oft auch mit Ironie. Nachher stellt sich manchmal heraus, dass ich mir einen Glauben selber vorspielte, dass ich mir einen Glauben vortäuschte, der nie vorhanden gewesen ist. Fällt es Ihnen leicht, selbstironisch zu sein? Es ist nicht leicht, aber manchmal ist es der einzige Weg überhaupt, um sich selber auszuhalten. Stiller wurde veröffentlicht 1954. Die meisten Kritiker halten es für ihr erfolgreichstes Buch. Sind Sie im Allgemeinen einverstanden mit Ihren Kritiken, Max? Die Kritik ist für mich ziemlich wichtig. Ich meine, die intelligente Kritik, die nicht allzu oft vorkommt, leider. Wichtig, weil die Kritik zeigt mir meine eigene Position. Das heißt, es kann vorkommen, dass ich eine eigene Arbeit durch die Kritik besser verstehe, als ich sie beim Schreiben selbst verstanden habe. Ich brauche die Kritik, weil ich an ihrer Reaktion ablesen kann, wie weit es mir gelungen ist, meine Intentionen zu verwirklichen. In Ihren Büchern kommt eigentlich nur eine politische Partei vor, die Kommunistische Partei. Viele von Ihrer Generation waren Mitglieder, Sie nicht. Überhaupt sind Sie nie einer politischen Partei beigetreten. Warum nicht? Ja. Ich bin wahrscheinlich das, was man heute einen Nonkonformisten nennt. Ich bin nicht stolz darauf. Ich möchte sagen, es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen, die die Welt ändern wollen und dazu eine politische Aktivität übernehmen. Die also willens sind, für einen guten Zweck, nach ihrer Meinung, einen guten Zweck, jedes Mittel zu gebrauchen. Und es gibt die anderen, zu denen gehöre ich dann, die eine Scheu davor haben, Mittel zu gebrauchen, die sie verachten. Das sind nicht die besseren Menschen und sind schon gar keine Heiligen, sondern sie haben die Funktion, die Kritiker zu sein, die Menschen zu sein, die das Gewissen wach halten, die sich selbst und der Umgebung bewusst machen, dass die Welt geändert werden muss. Es ist manchmal sehr schwer, kein aktiver politischer Mensch zu sein und doch politisch zu denken. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es beide Arten von Menschen wohl geben muss, also den Aktivisten und den nicht aktiven Kritiker der Gesellschaft. Zu den Letzteren gehöre ich. Ich kann das nicht wählen, das ist eine Sache sozusagen der persönlichen Konstitution. Zeitungen schreiben über Sie. Sie werden interviewt. Die Kritik beschäftigt sich mit Ihnen. Sind auch Sie in eine Rolle gedrängt worden, in die Rolle des erfolgreichen Schriftstellers? Jetzt bin ich in der Rolle, ich weiß nicht wie lang, solange ich es bin, hoffe ich, dass ich sie mit Humor spiele. Sind Sie ein Optimist? Ja, was denkst du dir? Ich?